Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich begrüße euch wieder mal bei Kaiserwetter. Und heute kriegen wir neue Autos. Einen ganzen Schlag. Da sind sie. Da geht es jetzt rund, es wird jetzt abgeladen. Ich zeige euch das mal, weil mich viele immer gefragt haben, Christoph, wie läuft das denn bei euch eigentlich ab, wenn ihr neue Autos kriegt? Was passiert, wo kommen die her, was wird gemacht? Und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mit und zeige es euch. Deswegen dranbleiben. Abgeladen haben wir alles. Ihr seht, wir haben hier Dodge Grand Caravan, Dodge Challenger, da hinten steht ein Pacifica. Wir haben eine ganze Ladung gekriegt. Heute Nachmittag kommen noch mehr davon. Und jetzt geht es ganz typisch erstmal ans Waschen. Deswegen machen wir hier weiter. Wenn die Autos gewaschen sind, werden sie umgerüstet, weil bei uns ist es so, wir können die ja nicht einfach nur aus Amerika kommen lassen und draußen hinstellen und verkaufen, sondern wir müssen technische Umrüstungen vornehmen. Das bedeutet, als Beispiel, rote Blinker. Die Amerikaner kommen immer mit roten Blinkern, die haben Bremse und Blinker auf dem gleichen Signal. Hier sieht man das übrigens, dass der Challenger gerade umgerüstet wird. Die haben Blinker und Bremse auf einem Signal in Rot, das ist in Deutschland nicht erlaubt. Und zwar müssen wir Blinker und Bremse trennen und müssen gelbe Blinker einbauen. Das machen unsere Jungs in der Werkstatt und die nehmen die Rückleuchten zum Beispiel raus, machen die auf und arbeiten das von innen technisch alles um. Dann müssen wir eine Nebelschlussleuchte nachrüsten. Wir müssen, wenn es Xenon-Scheinwerfer sind, eine Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten, Seitenblinker nachrüsten. Und das ist relativ viel Arbeit, da wird ganz viel im Fußraum verkabelt und gemacht und getan. Da bin ich auch ehrlich, was sie genau machen, kann ich euch gar nicht erklären. Dafür habe ich aber bombastische Kollegen, die das Weltklasse machen und Weltklasse können. Da seht ihr mal so einen Fußraum, wie das aussieht. Wenn sowas umgerüstet wird, da ist alles offen, mittendrin, da geht es richtig zur Sache. Und wenn das Auto da umgerüstet ist, dann fahren wir damit zum TÜV, da wird eine Vollabnahme gebracht nach § 21 Straßenverkehrsordnung. Dann kriegen wir deutsche Fahrzeugpapiere und dann können wir die Autos verkaufen. Das bedeutet, es ist enorm viel Arbeit, die noch hinterher dranhängt, was alles zu tun ist, bis wir so ein Auto wirklich verkaufen können und auf deutsche Straßen bringen können. Ja. So viel dazu. Das war ein Überblick, was so passiert, bis wir hier in Hagen so ein Auto auf die Straße bringen können. In Zukunft mache ich euch irgendwann, verspreche ich euch auch mal ein Video, wie das Ganze in Amerika beginnt. Dann nehme ich mal ein Auto und begleite das mal von dem Moment, wo wir es in Amerika kaufen, bis hier nach Deutschland, damit ihr mal den kompletten Ablauf sehen könnt. Das ist nur bekanntermaßen im Moment nicht möglich, weil wir nicht nach Amerika kommen. Aber das wird kommen und dann werde ich es euch zeigen. Ja, das war unser Video zum Thema, was passiert denn, wenn ein Auto angeliefert wird, wie machen wir das so, was muss da genau getan werden. Habt da mal einen Überblick und ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!